Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Green Hell und ja, ich habe Parasiten, ich habe gerade was gegessen und ja, aus unerklärlichen Gründen hatte ich auf einmal Dreck und Parasiten an mich. Gut, gehen wir uns mal in verseuchtem Wasser waschen. Mal gucken, ob ich sauber werde oder ob ich grün werde. Das ist eh sowas Geiles, ne? Im schmutzigen Wasser waschen. Mache ich auch immer. Ich spare mir das Wasser sogar extra ein paar Monate auf, damit ich mich dann immer drin baden kann. So, wir brauchen Wasser eigentlich. Ich habe nur nichts mehr. Oder habe ich hier noch drin? Nein, habe ich nichts mehr drin. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die zwei noch mit hier und gehen dann wieder zurück zum Anaconda-Gehege. Moment, da sehe ich gerade was Leckeres. Ich gehe dann auch wieder zurück zu Anaconda und baue dann die ganzen Sachen, die wir jetzt alle gefunden haben. 37, 20 war die Brücke. 37, 20. Ja. Wird ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, diese Folge hier kriegen wir das dann noch hin. Das war dann vielleicht sogar das erste schon gebaut haben. Bin ich mal gespannt, ob ich eine unsichere Pfütze bekomme. Irgendwo. Und ich bin mal gespannt, ob ich das irgendwann hinbekomme, wenn wir hier weiterspielen, dass ich die ganze Insel auswendig kenne. Bin ich echt mal gespannt, ob das klappen könnte. Hier lang, ihr müsst es eigentlich, könnte es schon fast sein, hier in die Richtung. Ich sage aber nur könnte, weil, ne, ihr wisst ja Bescheid. Sieht hier alles gleich aus irgendwie. Auch wenn man sich versucht, an den Felsen oder sowas hier zu orientieren. Das klappt nicht. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Verband. Wir haben nur den Tabakverband, also muss der halten. Oder reichen, eher gesagt. Und dann habe ich noch irgendwo irgendetwas. Meine Freundin, ich bin nur einmal gebissen worden. Ach da. Und ich bin nur vom Rumstehen dreckig geworden. Das Räucherding werde ich auch bauen. Aber nicht auch noch hier Ausschlag. Achso. Ja, dann esse ich den halt. Wir wollen ja nichts vergammeln lassen hier, ne? Richtung Osten müssen wir. Die Magnoli-Pflanze habe ich jetzt extra da stehen lassen, weil die brauchen wir nicht. So.
Also manchmal ist es hier echt ganz schön entspannend, so hier durchs Unterholz latschen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile würde ich lieber in so einem Dschungel hier leben, mit all den Gefahren, als unter Menschen hier. Weil hier ist... Du weißt wenigstens, dass du hier im Dschungel höchstens an der eigenen Schuld oder an ein eigenes Unwissen stirbst. Oder durch Tiere, die eigentlich nur sich schützen. Oder beziehungsweise nur angreifen, wenn die sich angegriffen fühlen. Und dich, wie bei manch anderen Menschen, einfach nur aus Spaß. Von daher sind mir die Tiere schon weitaus lieber. Hallo? Kannst du den auch treffen? Danke. Naja, lass ich den eben. Einfach mal mitnehmen. Hier komme ich ja nicht hoch, ne? Spielt da wieder jemand mit seinen Matchbox-Autos? Macht recht hier oben drüber. Nee, nee, Mann. Trink bei den Wespen. Ja, ich schlag den so lange mit der Angel, bis er blutet. Achtung, da kommt gleich was geflogen. Okay. Ey, du Sau! Ja, guck dir das an. Ah, toll. Dammit. Ich Vollpfosten renne also dich rein. Gerade noch gesagt. Ja. Kannst aber gut werfen, mein Freund. Guck mal, was ich kann. So. Haben wir das geklärt, oder? Das muss ich euch mal eben zur Strecke bringen, weil ich meine Axt wieder haben möchte. So. Hallo! Dammit! Sind immer noch da. Ach, ich kann es nicht glauben, ne? Kann man das eigentlich auch auf dem Verband machen? Ein Honigverband, tatsächlich. Ich hoffe, ich hätte Ausschlag. Jo, habe ich. Ich teste jetzt mal. Geht das mit dem Honigverband? Tatsache. Alter. So. Haben wir es geklärt, oder? So, ich wollte jetzt 37, 20. Ich bin zwar völlig falschen Weg. Komme ich hier hoch? Ja. Sehr gut. Aber ich glaube, da kommen die nicht weiter, oder? Doch. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Da liegt eine Schlange, da trete ich jetzt nicht rein. Ich glaube, hier komme ich doch nicht weiter. Nö. Super.
Klasse, was hat mich das jetzt gebracht? Toller Aussichtspunkt, das war's. Was hat er denn jetzt schon wieder? Hallo, ich habe doch gerade erst da drauf geguckt, du. Mann, 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 Mann. Wenn dann alles auf einmal, ne? Ist ja klar. Ja, ich weiß. Ich hab da brav gemacht. Und hier habe ich irgendwas gesehen, dass man hier hochkommt. Irgendwo hier vorne. Ich stand da drauf und habe ich das doch gesehen, oder bin ich doof? Scheint, als wenn ich doof bin. Dass man jetzt wieder den ganzen Kackweg wieder zurückrennen muss, ne? Ist ja nicht so, als wenn ich hier schon gewesen bin, ne? Kann ich hier jetzt mal durch? Danke. Das ist aber nett. Eventuell mache ich ein bisschen länger, wenn das mal wieder hier nichts wird, ne? Ich halt Überstunden machen. Ne! Ich schlafe wie ein Puma auf dem Stamm. Jetzt falle ich runter, wollen wir wetten? Nö, alles klar. Läuft doch. Ja, ist klar. Von wo denn? Von der Luft? Ja. Lass doch fallen, du Blöder. Mach das weg. Ach, komm schon. Ein bisschen gereizt, wie ihr merkt, aber es geht auch vorüber. Oh. Eisenader. Oh no! You gotta be kidding me! Ja, nichts gemacht. Ersatz Obsidian mitnehmen. Ja, alles klar. Ob wir jetzt da ankommen, wo wir hinwollen? Sollte eigentlich machbar sein. Paranüsse sind echt kacke zu finden, ne? Komme ich denn jetzt hier wieder runter? Rutschen wir einfach, ne? Wenn es nicht anders geht, machen wir es halt einfach so.
Ich würde gerne bei dem Was? Oh. Hallo, hallo. Nein, lauf nicht weg. Nein. Super. Die ganzen fratzten Kackscheiß hier nochmal. Also heute, ich bin wieder kurz davor, wieder ganz, ganz kurz davor auszurasten, ne? Ich merke schon, wie die Halsschlagader pulsiert. Oh mein Gott, kennt ihr das? Ganz ruhig. Lad! Mein Gott, hast du gerade eben auch geladen? Also kannst du einfach nur mal machen und dann ist es geladen eigentlich, oder? Och, ey, das Jahr ist gleich vorbei. Danke. Sehr nett von dir. Wieder bei dem ganzen Kack hier nochmal neu machen hier. So, gut, dann werde ich jetzt halt nochmal schlafen. Da müsst ihr jetzt leider mit durch. Und gehe dann jetzt noch ein bisschen weiter. Wir haben ja eh noch 7 Minuten ungefähr und dann mache ich den Rest, laufe ich dann ohne euch zurück zum schönen Lager. Wenn ich irgendwann mal den Drecksweg bis dahin finde. So, Osten. Nordosten, müssen wir da die Richtung. Waschen, bevor der Franzen hier sich wieder meint, eine Infektion holen zu müssen. So, jetzt gehen wir nur stracks in Richtung Brücke. Ohne irgendwelche Aussetzer, ohne alles. Vielleicht schaffen wir das ja heute einfach mal, den Weg zu finden. Das wäre doch echt mal klasse. Mann, 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 Leute, echt. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Ich glaube, ich komme wieder zu dem einen Lager hin. Was soll wetten, dass wir jetzt nicht hier runterkommen? Ach, Wahnsinn. Kommen wir noch nicht mal weiter. Ich glaube, das ist nicht dazu geeignet hier der Weg. Alles klar.
muss ich halt wieder mal komplett über den verfickten Scheißberg rüber. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber oh, ich könnte echt aus der Haut fahren. Ich glaube, ich muss auch echt aufhören. Ich bin wieder kurz davor und das Scheißvieh da hinten, das geht mir gerade voll auf die Nerven. Guckt euch das an. Der hört ja gar nicht mehr auf, hier rechte Seite, der Bär. Jetzt komme ich wieder in dieselbe Richtung, wie ich gerade eben war. Wollen die mich verarschen hier, oder was? Lauf, Mann, lauf! Puh. Hallo, Wasser? Wasser? Okay, schmutzig. Ach, nee. Ich mache heute nur noch diese Folge hier zu Ende. Und dann, guck mal, da kommt schon der nächste Berg, da komme ich schon wieder nicht weiter. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Egal, ob du jetzt stirbst oder nicht, mein Freund, du gehst weiter. Wir sind sehr nah dran. Müsste eigentlich da oben sein. Lass mich durch, danke. Ach ey, diese Viecher, ne? Bin echt froh, wenn ich wieder im Lager bin. Mal, geh weg. Hey. Ach. Entschuldigt, wenn ich jetzt rumbrülle. Ach komm, im Ernst jetzt? Sag's dir, kippt er jetzt um? Mach ich Schluss. Hey,
Was? So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ne? Ich werde jetzt meinen Wutanfall schön ausleben und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.